Jedes größere Gameplay und Erweiterungspack bringt meistens eine neue Welt mit ins Spiel, die mal mehr, mal weniger umfangreich und schick ist. In diesem Video möchte ich meine persönlichen Favoriten und die schönsten Regionen aus allen 22 Sims 4 Welten mit euch teilen. Beginnen wir direkt mit einer Region in The Sims 4, die meiner Meinung nach schon fast Kultstatus erreicht hat. Ich habe das Gefühl, dass umso länger The Sims 4 bereits existiert, die Welten immer schöner und vor allem größer werden. Aus diesem Muster fällt allerdings das Schloss aus Windenburg ein wenig heraus, denn es kann auch nach über 8 Jahren The Sims 4 noch voll und ganz mit den neueren Regionen mithalten. Dieses wurde ursprünglich von Mimsy und Lord Bernhard von Black Forest bewohnt und dient mittlerweile als Touristenattraktion in Windenburg. Mir gefällt hier besonders die prunkvolle Burgatmosphäre, die wir so bisher nur mit dieser Erweiterung bekommen haben. Das Schloss zu erkunden ist zwar weniger spannend, als es im Trailer dargestellt wurde, aber dafür macht der Schlossgarten einiges her. Gerade im Winter sieht Windenburg einfach traumhaft schön aus und auch der Anblick nach unten ins Tal ist einfach großartig. Theoretisch hätte in dieser Liste jede andere Region aus Windenburg landen können, da die grundstücksmäßig größte Welt für die Sims 4 allgemein klasse aussieht. Ich habe mich jetzt aber mal nur auf diese hier begrenzt. Ach, Brindleton Bay strahlt für mich immer eine sehr ruhige und heimische Atmosphäre aus, besonders die Region Sable Square. Die Tiererweiterungen bei den Sims hatten immer eine urige und gemütliche Kleinstadt als Weltenthema, aber meiner Meinung nach ist diese Region aus The Sims 4 die beste von diesen. Allein schon der rote Steinboden und die teilweise herbstlichen Bäume geben der Welt Charakter, aber auch sonst ist Sable Square vollgepackt mit einigen Details. Der Tierbrunnen, auf dem ebenfalls auch Katzen Platz nehmen können, der kleine Wasserfall, der vom roten Häuschen runtergeht oder der völlig verwinkelte Stadtkern, an dem die Wohnhäuser angeschlossen sind. Diese Region könnte es so irgendwo auch auf der Welt tatsächlich geben. Auch wenn The Sims 3 eine offene und größere Welt und damit mehr Grundstücke zum Spielen hatte, machen die Entwickler mit der vielen und für jede Welt teilweise individuelle Dekoration den Schönheitsaspekt in The Sims 4 deutlich besser. Wenn ich das Spiel mal anwerfe, lande ich recht häufig in dieser Region in Brindleton Bay. Gefühlt haben wir schon alle Weltenthemen abgedeckt, aber was für ein Weltenthema würdet ihr euch noch für eine mögliche neue The Sims 4 Welt wünschen? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und weiter geht es mit Shady Acres aus dem Strangerville Gameplay Pack. Diese Welt ist nicht ganz normal, passend zum Thema der Storyline des 7. Gameplay Packs für The Sims 4. Wenn ihr den Himmel beispielsweise genauer beobachtet, seht ihr hier kleine Düsenjets, die den Himmel unsicher machen. Aber warum genau gehört ausgerechnet diese Region zu einem meiner Favoriten? Für mich persönlich ist es der rote Stein in Kombination mit den kleinen grünen Bereichen, in denen der Sand noch nicht Überhand genommen hat. Dieser Look sieht einfach grandios aus und überzeugt mich deutlich mehr als der mittlerweile etwas langweilig gewordene Sand aus Oasis Springs. Die Aussicht, die man hier hat, ist einfach einzigartig und auch die Häuser sind zumindest von außen echt toll. Von allen drei Regionen der Weltenkarte gefällt mir die aus Shady Acres einfach am besten. Tartosa, eine der meiner Meinung nach schönsten Welten für The Sims 4, die aber mit dem wohl schrecklichsten Start für ein The Sims 4 Pack zusammenhängt. Alles andere als schrecklich ist aber Porto Luminoso, eine wunderschöne Küstenregion mit tollem Innenstadtkern. Hier gibt es szeneriemäßig einiges zu sehen, die geometrisch angelegten Buschreihen sehen klasse aus und auch dem hellen Strand würde ich jetzt gerne einen Besuch abstatten. Ein wenig unlogisch ist zwar, dass die Dekohäuser oben auf dem Dach Tische und Stühle haben, aber keine Möglichkeit überhaupt nach oben zu gelangen. Dieser Fakt ist wohl vernachlässigbar, um hier Hochzeitsklamotten shoppen zu gehen, sind die bunten Häuschen auf jeden Fall echt atmosphärisch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass diese Region das schönere Sulani darstellt. Das war's mit meinen Welten-Highlights. Hier hätten natürlich noch andere The Sims 4 Regionen wie das Modeviertel aus San Myshuno oder die neue Welt Moonwood Mill mit reingezählt. Allerdings sind alle Regionen in The Sims 4 wirklich toll und es ist sehr schwer, sich auf so wenige zu beschränken. Welche Welt und Region ist euer Favorit und was für eine Region habe ich hier auf der Liste vergessen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.